Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. In der letzten Folge sind wir aus dem Institut dann wieder rausgekommen, haben die Informationen an die Bruderschaft weitergegeben. Wir haben ein Problem auf Gut Warwick gelöst, wo wir dann auch noch abgeben müssen, die Quest. Und wir sind jetzt dabei, dem Runner zu helfen, den flohenden Sud zu schnappen. Ja, weiter geht's. Let's go. So. Schon mal eine gute Vorarbeit geleistet. Ich bin bereit reinzugehen, Sir. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Die Wache neutralisiert? Wer zum Teufel redet denn so? Okay, dann los. Direkt hinter Ihnen, Sir. McCready, hast dich gefallen. Oh shit! Digga, die fährt mir nur das was getroffen. Fast eingeschlossen. Endlich.
schön. Sir, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Okay, aber schnell. In Ordnung. Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Gut, ich würde gern unnötige Gewalt vermeiden. Zum Teufel mit diesem Code-Gedöns. Erledigen wir ihn einfach auf die altmodische Art. Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Ach komm schon, lass es einfach sein. Das wär's. Level up. Nice. Oh, haben wir mal Gewehrschütze auf Stufe 3 gemacht. Das ist natürlich auch weiter vorangeht. Vor allem, was halt auch ganz wichtig ist, halt auch, dass hier die Schadensresistenzen ignoriert werden, ne? In dem Fall sind es jetzt schon 15% des gegnerischen Rüstungswerts werden ignoriert. Das ist schon eine ganz gute Sache. Das erhöht sich dann später im nächsten Rang auf 25 sogar. Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Einfach der Mini-Nuke. Lululul. Gute Ausrüstung, sehr beeindruckend. Agent des Instituts. Ihr habt es ganz nach dem Institut. So dringend Ressourcen. Das ist Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. B592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Gute Arbeit, Sir. Ich bringe den Zug zurück. Hier ist X688, bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth B592. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Das hat sich auf jeden Fall direkt erledigt. Seine Wachen konnten ausschalten und ihn konnten wir abschalten. So. Sean, schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Synth sein kann.
Es ist mir egal, wer Schuld hat. Ich wollte nur einen Killer aufhalten. Ja, natürlich. Ein bewundernswerter Pragmatismus. Aber es ist wichtig. Wenn alle das Institut als die Bösen ansehen, könnten sich gefährliche Kräfte gegen uns verbünden. Indem wir solche Annahmen Lügen strafen, verringern wir diese Bedrohung. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Zünd unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an, es wird dir bestimmt gefallen. Okay. Der seid ihr, oder? Sir, es gab wieder ein Problem. Ein Code Rot. Was? Zum dritten Mal in 2 Wochen? Das ist inakzeptabel. Wie konnte das passieren? Wir glauben, es gab einen Systemfehler. Wir schauen uns das an. Verdammt! Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Ich finde raus, was passiert ist. Bis dahin sollen die anderen in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Ich will mehr Patrouillen und mehr Rundgänge. Sofort, Sir. Wenn du irgendwas, auch nur entfernt Verdächtiges siehst, melde es sofort. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Verstanden? Ja, Sir. Verstanden. Ihr Quartier ist da drin, Sir. Hi. Hier ist Ihr neues Quartier, Sir. Jojojo. Wenn Sie hier fertig sind, Sir, möchte Vater Sie sehen. Die Schlacht von Bunker Hill. Das hört sich nicht gut an. Niemand erwähnt hat. Von 22 bis 6 Uhr ist Ruhezeit. Alles klar. Ah, hallo Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Ich würde darüber reden und versuchen, die Dinge friedlich zu lösen. Ein bewundernswertes Ziel. Doch manchmal gibt es Situationen, in denen bedeutsamere Dinge getan werden müssen. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähige Wesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Was ist passiert? Was haben sie getan? Sie sind im Besitz von Technologie, die ihnen nicht gehört. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Wo befinden sich die Synths? Eine kleine Siedlung beim alten Bunker Hill-Denkmal. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen. Bin ich allein oder habe ich Unterstützung? Ein Runner wartet in der Nähe vom Bunker Hill auf dich. Du bekommst, falls nötig, Unterstützung. Wir wollen aber kein großes Aufsehen. Von mir die Bruderschaft.
Die Schlacht von Bunker Hill. Ist das eine Trophäe? Ich weiß es gerade nicht. Gott, ich muss jetzt so aufpassen, weil ich will halt nichts beeinflussen jetzt durch diese Quest, ne? Nicht, dass sich das irgendwie schwerwiegend auf irgendwas halt dann auswirken wird. Dass wir dann im Nachhinein irgendwas verkacken. Es gibt auf jeden Fall einen Hauptpunkt in der Story, da muss man sich dann wirklich entscheiden, zu welcher Fraktion man halten wird. Dann werden automatisch die anderen feindlich. Widerstehe bitte dem Drang, die Exemplare im hydroponischen Garten zu essen. Ich habe die Samen abgeliefert. Gut, gut. Dann ist wohl alles glatt gelaufen. Naja. Glatt würde ich es nicht gerade nennen, aber es hat alles geklappt. Das muss reichen, denke ich. Bitte. Hier ist ein Geschenk, das dir bei deinen zukünftigen Missionen hilft. Von der Abteilung für Biowissenschaft. Das ist alles. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Stimpaks, 20 Stück, Alter, nicht schlecht. Ordentlich. Oh, wir müssen auf jeden Fall erstmal abliegen gehen. Solltest du ein paar Sachen wegwerfen. Meinen Informationen nach hat kein Gunner überlebt. Falls das stimmt, ist das ein wenig beunruhigend. Die Jungs hatten's echt drauf. Man munkelt, dass das Institut irgendwie hinter der Sache steckt. Okay, klar, die werden so gut wie immer erwähnt, wenn etwas Schlechtes oder Unerklärliches passiert. Aber in dem Fall muss sogar ich zugeben, dass es ziemlich logisch klingt. Keine voreiligen Schlüsse, aber haltet die Augen offen, Leute. Und keine Angst, derzeit gibt es keinen Grund zur Annahme, dass unsere schöne Stadt in Gefahr sein könnte. Lehnt euch einfach zurück und genießt die tolle Musik. Präsentiert von Diamond City Radio. Machen wir uns nichts vor, werte Herren der Schöpfung. Ihr an seiner Stelle. So. Jetzt muss ich das mal durchlesen. Ich soll die aus dem Institut nach Bunker Hill entflohenen Zins zurückbringen. Vor der Siedlung wartet ein Runner auf mich. Die Schlacht von Bunker Hill. Ich muss das jetzt mal kurz googeln. Ich hab da Schiss, ne? Wenn wir die Leute da jetzt alle töten, will ich das ja eigentlich eher weniger, weil das sind ja auch wichtige Handelspartner für mich. Fallout 4, die Schlacht von Bunker Hill. Schlacht um Bunker Hill. Informiert die Bruderschaft. Ich werde jetzt mal sicherheitshalber als erstes einen Save machen. Warte mal, nee, ich mache einen richtigen Save. Weil ab dem Punkt, wo man sich entscheiden muss, für eine Fraktion, muss ich definitiv einen Save machen. Weil da muss ich offscreen dann die anderen Enden der Fraktionen spielen für die Trophäen. Im Let's Play werde ich nur den Weg der Bruderschaft zeigen.
so wie ich es halt normal spielen würde dann. Und das andere werde ich offscreen halt dann nebenher mal ganz kurz einmal durchrattern, damit ich halt eben die Trophäen bekomme, ja? Von der Railroad und von dem Institut. Denn wir sind ja auf die Platin aus, die wir bald erreichen. Ist ja, zumindest das Grundspiel ist ja gar nicht mehr so viel. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu Britwin und reden wahrscheinlich mit den ältesten Maxen. Achtung! Soldaten, denen noch kein Feldeinsatz von Proktor Teagan zugewiesen wurde, sollten sich unverzüglich bei ihm melden. Das wäre alles. Ich erwarte ungeduldig Liberty Primes Fertigstellung, Ritter. Machen Sie sich wieder an Ihre Arbeit. Ich muss etwas Wichtiges melden, Ältester. Das Institut versucht, entflohene Sins aus Bunker Hill zurückzuholen. Woher haben Sie diese Information? Unsere Aufklärung hat nichts dergleichen berichtet. Ich habe die Information vom Institut selbst. Und es war gut, dass Sie mir direkt davon berichtet haben. Gut gemacht, Soldat. Ihr Bericht bietet uns die einmalige Gelegenheit, dem Institut gegenüber unsere Absichten kundzutun. Sie erhalten das Kommando auf dieser Mission. Vernichten Sie die Sins in Bunker Hill und jeden, den das Institut schickt, um sie rauszuholen. Ich sage Kells, dass er Ihnen die passende Unterstützung zuweisen soll. Wegtreten, Soldat. Du Scheiße, Digga, wird es übel. Das ist aber noch nicht die Mission. Nee, die Mission, was ich meine, kommt später erst. Wo man in das Mass Fusion Gebäude geht. Da ist erst der Punkt, wo man sich entscheidet. Meine Schicht war lang, aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas haben. So, Bunker Hill. Wir werden es ja jetzt sehen. Du, 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 du. Verglichen mit dem Denkmal in Washington D.C. ist das... Oh, wir müssen einfach nachsehen, was es da drin gibt. Damit wir treten wir denn jetzt so? Da ist der Runner. Ich habe auf Sie gewartet. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Versuchen Sie ab jetzt mitzuhalten. Und Digga. Wir sind im Gebäude. Vier Sins unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Sins und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Hey, ich brauche noch ein paar von deinen Granaten. Gib schon her. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission an. Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Alles unsere Kollegen hier. Ich schieße einfach auf gar niemanden. Ich hab den Schlüssel nicht. Scheiße. Scheiße. Schlüssel auf.
Ja, das ist uns das, glaube ich, feindlich gesinnt, ne? Scheiße, diese Mission ist irgendwie richtig behindert. Sollte ich vielleicht doch Diva die Mission erstmal ignorieren? Weil das Problem ist, der wird mir jetzt hier bei den Ruinen sagen, dass wir jetzt im Feind sind, das Institut. Das weiß ich. Ah, es ist ein bisschen. Ich glaube, ich werde nochmal neu laden. Diese Mission erst ignorieren, bis es zum Best Fusion kommt. Ich glaube, so ist es erstmal besser. Oh, das Spiel ist abgeschmiert. Wir sind wieder in Bunker Hill, gerade wo rumgeballert wird. Ich habe mir jetzt mal überlegt, wir können ja trotzdem neu laden. Ich werde jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir die Mission weiterhin verfolgen. Was dann passiert? Was passiert hier? Hallo? Ich kann nicht Schaden zufügen. Ich würde neu laden. Das ist mir alles nicht geheuer. Das ist mir wirklich nicht geheuer. Scheiß drauf. Wir verfolgen jetzt erstmal weiter das mit der Bruderschaft. Die Schlacht von Bunker Hill werden wir ignorieren. Scheiße, wir sollten vielleicht doch weiter zurückladen. Der Speicherpunkt war das. Bevor wir jemanden überhaupt warnen tun und so generell. Bei Soma habe ich das noch nie gespielt, dass ich das dann als erstes gemacht habe. Bei mir war eigentlich immer die Hauptentscheidung dann bei Mass Fusion. Und so sollte das eigentlich erstmal weiter verfolgt werden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal Bruderschaft weiter machen. Wenn du Munition oder Waffen noch suchst, kann dir Porto Tegan vielleicht weiterhelfen. Ich wette, du bist ganz wild darauf, dir die Hände bei unserem neuen Projekt schmutzig zu machen. Wie viel hat dir Maxon darüber erzählt? Was auch immer es ist, ich bin sicher, es wird uns helfen, das Institut zu vernichten. Das wird es. Aber vorher haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Komm, hier lang. Sofern du nicht blind wie ein Maulwurf bist, ist dir sicher schon aufgefallen, dass wir auf dem Rollfeld ein Gerüst errichtet haben. Maxon und Kells haben nach etwas gesucht, das uns einen Vorteil verschafft, wenn wir... Gridlock ist zwar ein mächtiges Ding, aber sie ist kein Schlachtschiff. Und da kommt unser neues Projekt ins Spiel. Liberty Prime. Die Überreste von Liberty Prime. Die Bruderschaft hat ihn im Ödland der Hauptstadt als Waffe gegen die Enklave eingesetzt. Er ist der fortschrittlichste Roboter, der der Bruderschaft je zur Verfügung stand.
Leider wurde Liberty Prime im Dienst zerstört. Ich habe den Großteil der letzten Jahre damit verbracht, ihn wieder zusammenzusetzen. Und wenn du denkst, das wäre einfach, dann versuch mal, einen Protektron mit verbundenen Augen zu bauen. Um Liberty Prime voll einsatzfähig zu bekommen, brauchen wir deine Hilfe. Kein Problem. Ich bin sicher, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich wünschte, ich hätte deine Zuversicht. Denn das wird sicher nicht leicht. Okay. Die gute Nachricht ist, dass wir die meisten Teile von Prime bereits zusammengesetzt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass es mehr als ein paar Nieten und etwas Schweißarbeiten brauchen wird, um ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Das erste Problem ist die CPU. Sie ist sehr instabil und jedes Mal, wenn wir sie an den Stromkreis anschließen, haut es sie raus. Warum haut der Strom die CPU raus? Liberty Prime hat ein hochkomplexes Energiesystem. Ein Großteil dieses Systems wurde beschädigt, als er explodiert ist. Ich arbeite also praktisch blind und muss selbst Bauteile entwickeln. Zum Glück konntest du Dr. Madison Lee überzeugen, zur Bruderschaft zurückzukommen. Sie gehörte zu dem Team, das Liberty Prime vor gut einem Jahrzehnt entwickelt hat. Ich habe schon mit ihr gesprochen, aber aus irgendeinem Grund möchte sie ungern an Prime arbeiten. Wenn du sie dazu bringen könntest, hier runterzukommen und uns zu helfen, kriegen wir den großen Kerl vielleicht in Gang. Okay. Schön, dass wir im selben Team sind. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Fühlt sich gut an, wenn du mir den Rücken deckst. Oh, die ist auf der Britwin. So. Lass dich nicht vom Next sein. Achtung! Pilot der Hellebarde auf Station Epsilon. Pilot der Hellebarde auf Station Epsilon. Das wäre alles. Wenn du hier bist, um mich zur Mitarbeit an Liberty Prime zu überreden, dann vergiss es. Du hast versprochen, uns zu helfen. Du hast recht, das habe ich. Aber du hast vergessen zu erwähnen, dass ich an Liberty Prime arbeiten soll. Das ist mir mit der Bruderschaft schon einmal passiert. Warum sollte ich denselben Fehler nochmal machen? Weil es wichtig ist, was mit dem Commonwealth geschieht. Weißt du, würde irgendjemand sonst in einer Bruderschaftsuniform das sagen, würde ich ihn auslachen. Bei dir glaube ich sogar, dass du das ernst meinst. Sag Proctor Ingram, sie soll ihre Gelehrten bereithalten. Es wird eine Menge Arbeit sein, Liberty Prime wieder funktionstüchtig zu bekommen. Aber wir werden es schaffen. Ja, so einfach ging's so, oder? Nach deiner Erkundung des Instituts haben wir endlich einen Bericht. Oh, ist das schon wieder ein Hin- und Hergerinne, ne? Wir werden das Institut aufhalten. Für Max und für die Bruderschaft. Der ist nicht schneller runtergekommen wie wir, what the fuck? Entschuldigung, Proctor Ingram. Tja, das ist doch mal ein guter Start. Oder nicht, Doktor? Das hoffe ich. Primes Speicherkern hat beträchtlichen Schaden genommen. Ich wünschte, deine Leute wären etwas vorsichtiger gewesen, Proctor. Die gute Neuigkeit ist, dass ich den Schaden reparieren kann. Es sollte also möglich sein, die CPU mit Energie zu versorgen, ohne dass sie sich überlädt. Natürlich nur, wenn mir deine Leute nicht ständig im Weg stehen. Sie ist äußerst lebenswürdig, nicht wahr? Vielleicht sollte ich später wiederkommen. Ist schon in Ordnung. Wir wären vielleicht nicht beste Freundinnen, aber wir erledigen den Job. Außerdem ist Dr. Lee den ganzen Ärger wert. Sie hat am ursprünglichen Design von Prime mitgearbeitet. Besser hätten wir es nicht treffen können. Es läuft wirklich gut. Daher sind wir jetzt sogar schon so weit, dass du seine elektromagnetischen Aktuatoren bauen kannst. Wo
Wozu dienen diese Aktuatoren? Ist eigentlich ganz einfach. Die Aktuatoren ermöglichen es, dass Liberty Prime seine Arme und Beine bewegen kann. Primes neue Gliedmaßen sind viel zu schwer für die einfachen Hydraulikkolben, die er vorher hatte. Wir müssen die Kolben rausholen und ein neues System mit Elektromagneten in seinen Gliedmaßen einbauen. Und dafür sollst du uns die Aktuatoren bauen. So, jetzt weißt du, wozu die Aktuatoren dienen, aber du musst noch wissen, wie du sie herstellst. Das sind die Pläne und die Materialliste. Verlier sie nicht. Und bevor du dich aufregst, weil es so viel ist, den Großteil der Materialien haben wir hier im Flughafen. Das Einzige, das du für uns finden musst, ist ein Hochleistungsmagnet. Laut Proctor Quinlan findest du den am ehesten in einem der alten Krankenhäuser im Commonwealth. Wir haben schon ein paar Teams losgeschickt, um die anderen Hochleistungsmagneten zu finden, die du brauchst. Sie sollten zurück sein, wenn du wieder hier bist. Wir brauchen je einen Aktuator für jede der Gliedmaßen. Du musst also insgesamt 4 Stück bauen. Viel Glück. Hochleistungsmagneten haben wir doch auch schon gehabt, oder? Ja. Da haben wir doch auch schon welche gefunden. Hey, was ist denn hier los? Warum ist denn das kaputt? Naja, so bauen kann ich nichts. Wir müssen wirklich nur mal so einen Teil finden. Krankenhaus. Ah, oh, dafür müssen wir jetzt natürlich wieder ins Medford Memorial. Das heißt, wir müssen wieder ein paar Supermutanten aufmischen. An mir Spaß zu machen. Haben Sie was Brauchbares dabei? Jetzt können wir die ganzen Hasen hier drinnen nochmal durchklären. Schlecht. Und funktioniert es diesmal? Nö. Sonst hätte es wehgetan. Das Ding ist, es sind alle so Lobobs, Supermutanten, ne? Weil das halt nur Anfangsgebiet hier wieder ist. Merkst du sofort wieder den Unterschied.
Je weiter man Richtung Süden geht, desto härter und beziehungsweise je höher sind halt dann auch die Level der Gegner. Hier Werkstelle sind halt Standard-Supermutanten. Wäre schön gewesen, wenn die hier auch mit skalieren. Anscheinend tun sie es nicht. Zu gut geschützt. Scheiße. Das sieht auch schon wieder aus wie so ein Versteck hier von der Railroad. Die Wand sah schon sehr auffällig aus. Oh, den Magneten haben wir. So weit, so gut. Zeug was wert? Hey, was gibt's? Sollen wir dann die Beute aufteilen? Die Synchronsprecher von den Supermutanten, die hatten bestimmt auch ihren Spaß gehabt. Wieder die jedes Mal so rumjodeln mit den Supermutanten hier so. Oh, das ist auch schon wieder voll. Hab dich gehört, du Drecksau. Ja. Haben wir jetzt hier eigentlich grob nochmal durchgelootet?
nochmal gut Materialien ein bisschen gesammelt. Hier nochmal kurz reingucken. Okay. Dann mal zurück. Und bauen wir mal die Aktuatoren. 4 Stück an der Zahl. Für den guten Liberty Prime. Absolute Kindheit, Alter. Das erste Mal, wo ich das gesehen habe, dass die hier wirklich wieder Liberty Prime bauen, ne? Holy shit. Sind wir fast in Tränen gekommen, so schön war das. Aktuator. Ich hätte die Dinger, glaube ich, sogar doch bauen können, ne? Ich habe nämlich 9 Stück, oder wurde das jetzt gerade eben freigeschalten? Scheißegal. 1, 2, 3, 4, so. And now wieder reden. Dr. Ingram? Das wären alle 4 Aktuatoren. Gebaut und bereit. Gute Arbeit. Genau zur rechten Zeit. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen beendet und Prime ist startklar. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären, weshalb es sich nicht bewegen kann. Sobald meine Gelehrten die Aktuatoren eingebaut haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Seine Atomwaffen. Ohne sie sind seine Offensivfähigkeiten nicht vollständig. Sollte kein Problem sein. Sag mir einfach, wo sie sind. Ich wünschte, ich könnte. Primes Bombenrucksack ist auf Mark 28 Atombomben ausgelegt. Das sind die Bomben, die während des Großen Kriegs aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Im Commonwealth befanden sich mehrere Basen der Luftwaffe. Daher waren wir davon ausgegangen, dass wir problemlos genug Bomben finden würden. Aber seit unserer Ankunft haben unsere Späherteams nicht eine Bombe gefunden. Das wird ein Problem sein. Ohne Atomwaffenrucksack wird Prime nicht die nötige Feuerkraft haben, um gegen das Institut zu bestehen. Kann ich die Atomwaffen nicht bauen? Genau wie die Akkuatoren? Ich könnte dir tausende von Hülsen bauen, aber wir haben nichts, um sie zu befüllen. Die Mark 28 haben einen speziellen Sprengkopf, für den eine bestimmte Mischung von spaltbaren Materialien erforderlich ist, damit er funktioniert. Anders gesagt, ich würde dir liebend gern einen Cocktail mixen, aber ich habe keinen Alkohol mehr. Bevor du aber jetzt die Hoffnung aufgibst, eine Möglichkeit gibt es. Dr. Quinlan hat Aufzeichnungen entdeckt, in denen von einer Militärbasis die Rede ist, in der Atomwaffen gelagert wurden. Wir sind relativ sicher, dass da auch ein paar Mark 28 dabei waren. Das Problem ist nur, dass sich die Basis irgendwo im leuchtenden Meer befindet. Nicht schon wieder. Was meinst du genau damit? Sind sie da oder nicht? Das leuchtende Meer ist so stark verstrahlt, dass wir Echos und falsche positive Daten empfangen. Wir müssen hier wohl oder übel auf die Aufzeichnungen vertrauen. Gelehrte Halen hat einen Kommunikationspunkt am Rand des leuchtenden Meers eingerichtet. Ich schlage vor, dass du dich zuerst zu ihr begibst, um ein Meldungsprotokoll zu vereinbaren, damit die Atomwaffen per Lufttransport abgeholt werden können, wenn du sie gefunden hast. Bis du zurück bist, haben wir die Arbeit an Prime hoffentlich beendet. Und du kannst ihm Hallo sagen. Viel Glück, Ritter. Wunderbar. Prime mit Atomwaffen auszustatten, sollte sein vollständiges Offensivpotenzial wiederherstellen. Ich denke, wir würden vorher nochmal was ablegen gehen müssen, ne? Ich bin sogar am überlegen, ob ich doch wieder Dingens mitnehmen soll. Dance, wobei... Nee, wir bleiben bei MacReady. Weil das mit Dance, das wird später dann auch noch ein bisschen kritisch. Und ich ekel mich schon vor der Situation. Ja. Wird nicht schön. Oh,
Also, liebe Zuhörer, ihr habt doch sicher alle die letzte Ausgabe der Public. Wenn Sie das alles mitschleppen. Oder von ihr gehört. Ein paar echte. Das kann ich dir zumindest was abnehmen. Und erschrockenen Reporterin. Zünds die möglicherweise sagt, dass alles gut ist in Diamond City. Der Bürgermeister betont persönlich, dass die Ängste, die in dem Artikel angesprochen werden, unbegründet sind. Und so ist es natürlich. Aber mal zwischen uns, liebe Zuhörer, ich werde meine Augen offen halten, nur um sicher zu gehen. Nur hier bei Diamond City Radio wird es nicht langweilig. Machen wir uns nichts vor. Hey, was willst du? Oh, dein... Hey, und? Dein Hut will ich dir nicht klauen. Aufgepasst. Kannst du dir den Rucksack nehmen, oder? Bitte sag ja. Hast du was? So. Okay. Leuchtendes Meer, dann würde ich sagen, gehen wir wieder in unsere T-60. Ja doch, T-60. So, Rand des leuchtenden Meeres. Ja, da wird es die nächste Folge wieder im leuchtenden Meer schippern. So ein Ding ist es dann nämlich. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Worldgamer YouTube. Tschüss.